Hallo liebe Fische, herzlich willkommen bei InBalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der zweiten Märzhälfte bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay. Fische, ich habe die folgende Szene vor meinem geistigen Auge. Also wir beginnen mit der intuitiven Message. Ich habe die folgende Szene vor meinem geistigen Auge. Es ist Nacht, du stehst da auf einem Hügel und über dich befindet sich der Sternenhimmel. Und es, der Himmel, dieser Nachthimmel ist voll mit Sternen und du schaust da hoch und schaust dir die Sterne an. Sterne sind Wunscherfüllung. Sterne sind, bei Sternen geht es um Wünsche, um Wunscherfüllung. Was will ich erreichen? Was möchte ich haben? Ja, da geht es sehr viel um eben Wunscherfüllungen und Wünsche, die man sich erfüllen möchte. Wünsche, die man sich erfüllen möchte. Ja, jetzt wiederhole ich mich. Aber es geht um Ziele. Um Ziele, die Träumen nahe kommen. Ja, die ein bisschen unerreichbar erscheinen könnten, aber durchaus machbar sind. Okay? Und du hast da vor meinem geistigen Auge all diese Ziele vor Augen und von meiner Perspektive aus bist du sehr nah dran an diesen Sternenfische. Die sind durchaus greifbar. Okay? Und jetzt kommt der Clou, Fische. Damit der Sternenhimmel bei Nacht so gut sichtbar ist, ja, beziehungsweise damit Sterne bei einem Nachthimmel so gut sichtbar sind, muss man ziemlich weit weg von der Stadt sich befinden. In einer Stadt sieht man niemals so viele Sterne, wie ich sie gerade sehe, aber auf dem Land durchaus, ja, da wo es weniger Lichtverschmutzung gibt. Wir haben im Tarot haben wir einige Karten, wo Städte zurückgelegt werden, wo man sich entfernt von Städten. Bei 8 der Münzen zum Beispiel hat man diese Münzen mit den Sternsymbolen drauf. Da arbeitet man an etwas und dabei sieht man auf diesem Bild dann auch die Stadt ganz weit hinten. Genauso ist es zum Beispiel bei 4 der Münzen. So ist es auch bei der Wagenkarte. Ja, das sind alles so Karten, wo es darum geht, Abstand zu nehmen von einer Stadt. Das heißt jetzt nicht, dass du die Stadt verlassen sollst, Fische, in der du dich befindest. Es geht mehr darum, dass du dich von Lärm verabschieden sollst und vor allem von Lichtverschmutzung. Licht. Im Tarot ist die Sonnenkarte, das ist die Erleuchtung, oder? Und Menschen haben ihre Erleuchtungen, Menschen haben ihre Ideen, ihre Einsichten, die erleben Dinge und verstehen Dinge, ja, und leider sind Menschen dazu geneigt zu glauben, dass sie gerade das Wichtigste erleben von allen. Aber das ist nicht der Fall. Ich würde jetzt von mir selbst behaupten, dass ich ziemlich viele Erleuchtungsmomente hatte, ja, und ich würde sagen, ich hatte sehr gute Einsichten in meinem Leben, aber die Sache ist die sind für mich sehr gut. Ich finde sie super. Für mich. Ich kann da nicht losgehen und den Menschen glaubhaft machen, hey, meine Erleuchtung sollte auch deine Erleuchtung sein, weil nicht jeder Mensch ist in der gleichen Situation, in der gleichen Phase wie ich zum Beispiel. Und ich habe vielleicht ganz wichtige Dinge bisher in meinem Leben gelernt, die jemand noch nicht gelernt hat. Aber dieser jemand hat vielleicht schon Dinge gelernt, die sehr, sehr wichtig sind, aber die ich noch nicht kenne. Und bei dir, oder ich habe so den Eindruck, dass du hier eben ein bisschen Lichtverschmutzung um dich herum hast, so Erleuchtungsbeschmutzung sozusagen. Die Erleuchtung der anderen ist die Erleuchtung anderer. Die Ideen von anderen sind die Ideen von anderen. Du musst das nicht aufnehmen, du hast deinen eigenen Sternenhimmel, Fische, und darauf solltest du dich konzentrieren, auf deine eigenen Erleuchtungen, ja, und Sterne sind auch, die Sonne ist ja auch ein Stern, du hast da zig verschiedene Erkenntnisse, Erleuchtungen, Ideen, die du hast, die zu dir kommen sollen und all das, und die sollen dann nicht von links und rechts von irgendwelchen Leuten kommen, Fische, sondern über deine Antenne von da oben, okay? Wollen wir mal schauen? Schauen wir mal.
für Fische bitte. 15. bis 31. März 2022. Ah, mein Nagel. 15. bis 31. März. Fische bitte. Gerichtskarte. Ja, das, was ich gerade erzählt habe, ist etwas, das du jetzt momentan siehst. Da wird eine Wahrheit ausgesprochen, da werden Menschen auf etwas angesprochen von dir. Gleichzeitig zeigt die Gerichtskarte, dass es hier eine Nachricht gibt, die von oben dich erreichen möchte. Bei der Gerichtskarte handelt es sich um eine große Arkana und große Arkana sind Dinge, die außerhalb unseres Kontrollfelds geschehen. Ja, und das ist dann zum Beispiel außerhalb von deiner Kontrolle befindet sich so dieser Einschlag von oben, diese Idee, die von oben puff, plötzlich kommt und du diese Eingebung nimmst, diese Erkenntnis nimmst, diese Idee nimmst und etwas draus machst. Das ist etwas zum Beispiel, das du nicht unter Kontrolle hast. Genauso handelt es sich auch um äußere, unkontrollierbare Mächte, wenn Menschen ihre sehr wichtigen Erkenntnisse, sehr wichtigen Eingebungen mit dir teilen. Ja, das ist so das. Und du merkst jetzt langsam, welcher unkontrollierbaren Energie du lieber ausgesetzt werden möchtest. Du hast keine Lust auf Ideen von links und rechts. Ja, und wir sehen hier auch diese Menschen, die sind alle in ihren eigenen Kistchen, man kann es auch als Sarg sehen von mir aus, aber hier sehe ich vor allem so diese Kisten, die auf dem Wasser schwimmen, siehst du hier das Wasser? Ein jeder in der eigenen Kiste sozusagen, ja, jeder soll seine Ideen, seine Erleuchtungen, seine Erkenntnisse, Eingebungen bitte in der eigenen Kiste behalten, okay? Ast der Stäbe, eine Idee. Da kommt von oben, Fische, eine Idee auf dich zu. Siehst du, das hier ist nicht, das ist weder Sabrina noch Maria, noch ist das Frau Gertrud, noch ist das Fatma oder sonst was. Das ist eine Hand, die vom Himmel kommt und dir was zu geben hat. Fische, in der zweiten Märzhälfte hast du eine Idee in Bezug auf einen brandneuen Start. Es kann sogar sein, dass es etwas ist, das dir vorher noch nie in den Sinn gekommen ist und womit man dich eigentlich nicht wirklich assoziieren würde, Fische. Königin der Münzen, bei vielen von euch geht es hier um eine Geschäftsidee. Eine Geschäftsidee, wie es sie so noch nicht gibt und wie du sie dir nie wirklich so gedacht hättest, Fische. Du wirst selber ein bisschen überrascht sein. Es geht hier um Geschäftsideen, es geht hier um Ideen am Arbeitsplatz in Bezug auf dein berufliches Voranschreiten. Ja? Wirst du plötzlich einen komplett neuen Weg hier in der zweiten Hälfte von März antreten. Neun der Schwerter. Nee, das bist definitiv nicht du. Da ist eine andere Person in einer komplett anderen Energie. Wenn Fische hier mit Ast der Stäbe etwas so Neues angeht und dadurch auch ihren eigenen Weg antritt, dann wird Fische mir gegenüber wohl Ast der Schwerter zücken. Und dann mit 10 der Schwerter mich definitiv beenden. Ja? Ich habe hier nicht das Gefühl, dass das einer dieser Menschen ist mit diesen super Ideen, super Eingebungen und so. Das ist eine andere Person hier. Und diese Energie hast du schon seit einiger Zeit in deinem Leben. Du solltest wissen, wer das ist. Eine Person, die das Gefühl hat, dass dein Neustart euer Ende sein wird. Ast der Münzen, der Wagen. Fische, jetzt muss ich niesen, Moment. Oh, okay. Das ist dir gerade sowas von wurscht hier. Das ist dir wurscht, oder? Wer das ist, was er tut, was sie tut. Das ist dir völlig egal.
Die Gelegenheit kommt hier, die Idee kommt, die Gelegenheit kommt. Das hier ist vom Universum, wird dir das gegeben hier. Schau mal, was haben wir hier? Bye bye Lichtverschmutzung, ich folge meinen eigenen Sternen. Und du siehst auch, wie hell der Himmel hier über der Stadt ist. Das ist voll mit ganz tollen und grandiosen Erleuchtungen von allerlei Leuten. Und du sagst, nee, ich folge meinen eigenen Weg. Ich habe hier eine schwarze Sphinx, hier eine weiße Sphinx. Ich weiß nicht so recht, wohin es führen wird. Ich weiß nur, dass das mein Traum ist, meine Idee ist, meine Einleuchtung ist, mein Weg ist und ich nur den gehen werde. Bam! Die Verlosung läuft weiterhin. Du kannst bis Ende März eine persönliche Legung von mir gewinnen. Nicht eine Legung über mich, sondern ich lege dir dann die Karten für eine persönliche Frage in Bezug auf dein persönliches Leben. Mitmachen kannst du, indem du meinem Instagram-Account folgst. Ich heiße dort Inbals Tarot, alles zusammengeschrieben. Den Link findest du auch unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Ich werde dann, Ende März werde ich dann den Gewinner, die Gewinnerin euch mitteilen, okay? Musst einfach nur meinem Instagram-Account folgen. Inbals Tarot. Ich werde hier mit diesen Karten eine weitere Reihe legen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber hier versteckst, was dein Gegenüber vor dir versteckt, Fische. Und für jene, die keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Die werden uns dann Zeitangaben machen, okay? Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.